Autsch. Es kostet immer so viel Zeit in dem Moment. Aber egal. So, jetzt gehen wir da runter und rein ins Wasser. Ah. Guck mal einer an. Wir schwimmen einfach mal nach unten. Gut, mit dem Nunchuck machst du hier diese Schraube. Ah, ich komme hier nicht durch. Aber jetzt sind wir hier drüben. Halt. So, und wir müssen jetzt gucken, dass wir hinten rüberkommen. So. Wir mussten jetzt hier ganz normal rüber. Jetzt sind wir auch schon weiter oben, ne? Ja. Vielleicht finden wir dann auch einen entscheidenden Hinweis. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir da hinten mal zu diesem Stein kommen oder sowas. So, den müssen wir nämlich nach oben transportieren, damit wir wieder eine neue Truhe öffnen können. Oben. Naja, gut, weiter geht's hier nicht. Autsch, ich will rein hier. So. So, ab nach oben. Das heißt jetzt natürlich auch, dass wir diesen Krug brauchen, um vorwärts zu kommen. Nein. Ach, wir müssen da hoch nochmal. Wir haben bald 1200 Rubine. Yeah.
So, jetzt dürfen wir nämlich erstmal gucken, wo wir überhaupt hier weiterkommen. Wir haben ja jetzt mehrere Möglichkeiten, nach oben zu gelangen. Aber wenn wir nach oben gelangen, müssen wir eben halt auch gucken, dass wir hier... um nach oben zu gelangen, müssen wir halt eben auch gucken. Wir müssen gucken. Gucken ist immer eine gute Aussage. So, hier ist die Sache ganz einfach. Zack, einfach abschneiden. Und dann gucken wir mal. Und ein goldener Rubin. Oh. Bis 1400 gehen wir. Mhm. Weiter ist also nicht. So. Hier oben müssen wir gleich noch hin. Aber da kommen wir so nicht ran. Also müssen wir wieder ein paar Etagen tiefer. Na ja, gut, schwimmen wir rüber da. Wo ist der Aufstieg hier? Ach, da. Wir brauchen auch im nächsten Tempel, der sich übrigens hier in dem Wald befindet, die Schwimmflossen, also die Möglichkeit zu schwimmen. Ist ganz wichtig. Nein. So. Aua. Hallo. So, wir haben es geschafft. Okay, dann haben wir jetzt alles getan, um jetzt nach oben zu kommen. Aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Deswegen müssen wir mal gucken. Ah, nee, nee. Nicht du. Ach, nee, ich weiß, wie ich es machen muss. Wir haben doch die Schleuder. So. Und wir nehmen uns jetzt unseren Käfer und holen uns mal die Bienen. Ah. Hallo. Ups. Ja, wir haben diese Bienen natürlich alle nicht gekriegt jetzt. Tot. 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 Tot.
Gut. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit hier, um dieser Spinne zu entkommen. Ah, Glück gehabt. So, ab nach oben. Ab nach drinnen, ab nach oben. Hier haben wir unsere wahre Freude dran, weil... So, machen wir nochmal. Oh, wir haben ihn besiegt. Mensch, ja, dann gehen wir durch den Ausgang hier und dann gehen wir noch weiter nach oben. Weil dann wird dieses komische Geräusch immer stärker. Auf dem Baum. Ist auch mal ein schöner Ort. Auf dem Baum. Auf dem Baum. Ganz oben auf dem Baum. Haben wir sie alle besiegt? Haben wir. Jo! Ja, was für ein komisches Geräusch. Was auch immer das ist. Oh, das sind Rubine. Ein blauer ist dabei. Achso, bringt ja eh nichts mehr, Rubine zu sammeln. Hörst du das auch? Natürlich. Du hast doch gar keine Ohren. Wie kannst du denn das hören? Ah, warte mal. Die nehmen wir mit. Die Waldkäfer. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Ah, guck mal. Und ihn. Gebieter dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Ja. Ich finde das immer geil, wie sie sich so auf Wahrscheinlichkeiten beruht. So, und zack. Nee, war zu tief. Ja. Wer stört? Oho, einen Menschen sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Wolke der Q und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hierher geschafft hast, aber kannst du mich dann auch sehen? Ja, natürlich. Und das, obwohl selbst die anderen Qen mich nicht sehen können? Hallo, du bist so weit oben auf dem Baum, hallo? Aber sag, die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir wichtigen Menschen finden zu können. Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nur erzähle? Ja. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Pharoos Flamme. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. So. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Phironen lebt. Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Ja, da hinten müssen wir nämlich hin. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. So, es fehlt nämlich ein Symbol. Also es fehlt nämlich was beim Symbol. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols, du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Sieh dich mal an dem Ort um, den ich auf der Karte markiert habe. Okay, gut. Was ist? Hast du dir gemerkt, wo du das Symbol finden kannst? Na klar. Na dann, gute Reise. Warte. Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren, also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir so, dann hat er Besuch zum Fressen gern.
Vergiss nicht, du darfst niemandem verraten, dass ich dir von Varores Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. So. Ja, dann springen wir mal runter, ne? Oh. Habt ihr das gesehen? Was wir jetzt als erstes machen werden, Leute, ist darüber zu schwimmen. Ach, guck mal, da ist noch was. Hä, wie kommen wir da hin? Ach, mit dem Enterhaken. Ach, nee. Da kommen wir nur mit dem Enterhaken hin. Zu dem Stein. So, hier ist das Symbol. Wir müssen uns merken, wie es aussieht. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Na klar, mach mal. So, und dann werden wir als allererstes jetzt wieder zurück zum Wolkenhort, weil ich möchte nämlich jetzt gerade mal... Achso, die Statue ist da drüber, genau. Ich möchte jetzt nämlich gerade mal in Terrys Shop, weil ich habe nämlich zu viel Geld dabei. Ins Wolkenmeer reisen. Und dann gehen wir nämlich wieder zurück hierher und erledigen die Aufgabe. Oh, habt ihr gesehen? Wir werden an dieser Stelle wieder runterkommen. Versprochen. So. Und wir sind schon so lange am Aufnehmen. Ach, da. Ich müsste eigentlich eine Folge Lightning Returns freigeben. Eigentlich. Aber ich habe es jetzt nicht geschafft zeitlich. So. Hier sind wir richtig. Pau. Na los, Randa. Und hier rein. So. Ha, guck mal, wir haben noch einen Teil der Tasche. Mit der Zusatztasche kannst du ein Item mehr bei dir tragen. Damit werden deine Reisen um Vielfaches angenehmer. Was sagst du dazu? Sie kostet nur 1200 Rubine. Na gut, nehmen wir sie. So, damit haben wir auch nur noch 200 Rubine. Das macht die ganze Reise jetzt noch ein bisschen... ja, interessanter, weil wir jetzt wieder Rubine sammeln können. Ah, gibt nur noch diese beiden Amulette zu kaufen. Okay. Okay. Hier irgendwo. Genau, da ist nämlich die nächste Truhe. Ah. Gut, wir müssen nächstes Mal richtig springen. So. Und jetzt nochmal dahin. Wir müssen dann nämlich richtig rüberkommen.